Nein, bei diesem Video handelt es sich nicht irgendwie um ein Strickvideo oder irgendwas anderes, was mit Wolle und Fäden und keine Ahnung zu tun hat, sondern um den sinnbildlichen roten Faden. Das, was eine Story zusammenhält. Im Anime-Bereich gibt es viele Serien, die rein episodisch aufgebaut sind. Das heißt, sie besitzen keine episodenübergreifende Geschichte und jede Episode steht für sich selbst. Das ist tatsächlich etwas, was viele Zuschauer abschreckt. Warum das aber vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, dass eine Serie sich darauf konzentriert, episodisch zu sein, das erkläre ich jetzt mal. Und Achtung, persönliche Meinung incoming, also ihr seid gewarnt. Einen Mann, den ich in meinem letzten Blog-Slam-Video schon zahlreich erwähnte und der dafür schuldig ist, dass ich dieses Video hier mache, ist Shinichiro Watanabe. Man weiß nun vielleicht mittlerweile, wie sehr ich seine Serien mag und einige Serien darunter sind nun mal rein episodisch. So zum Beispiel Samurai Champloo, was wohl einer der ersten Serien dieser Art war, die ich tatsächlich am Stück schaute. Ja, am Stück, wirklich. In Samurai Champloo hat jede Episode ihre eigene Story rund um Gen, Jin und Fu. Nur ein paar Geschichten sind darunter, die mehrere Episoden benötigen, in sich aber auch abgeschlossen sind. Samurai Champloo war wohl auch einer der ersten Serien, wo ich von mir aus sagen konnte, das ist meine Lieblingsepisode. Ja, Episode, Lieblingsepisode. Ich kann das auch nochmal wiederholen, wenn ihr wollt, aber ihr habt bestimmt verstanden, was ich gesagt habe. In Anime mit Geschichten, die die komplette Serie überdauern, finde ich es persönlich schwer, eine Lieblingsepisode zu finden. In Samurai Champloo war das aber ein leichtes für mich nach dem Ende. Und zwar ist es die Episode, in der Jin sich mehr oder weniger in eine Frau verliebt, die prostituiert werden muss. Ich mag diese Episode so gerne, weil sie so atmosphärisch und besonnen ist. Schön ruhig, angenehm, mit einem kleinen Hauch Melancholie. Nicht jede Episode von Samurai Champloo ist so. Das ermöglicht das episodische Geschehen. In jeder Episode kann etwas Neues probiert werden. Gerade bei Watanabes experimentellem Stil ist es eine Fügung, die sich da ergibt. Und jede Episode ist damit etwas anderes und Neues. Abwechslungsreich ist ein Wort, was bei Samurai Champloo und anderen Serien ohne roten Faden dann wohl gut zutrifft. Es gibt Episoden, die sind nun mal so stimmig, wie die eben von mir erwähnte, oder es gibt sehr übertriebene Komik-Episoden, wie zum Beispiel die Folge, in der sie ein Baseballspiel veranstalten, oder die Folge, in der Mugen unbedingt mit einer Agentin, die sich als Prostituierte ausgab, schlafen möchte. Natürlich ist Samurai Champloo nicht die einzige Serie, die so ist. Also ergreife ich die Chance, ein weiteres Mal Space Dandy in den Himmel zu loben. Auch Space Dandy ist wahnsinnig abwechslungsreich. Noch abwechslungsreicher als Samurai Champloo. Das liegt auch daran, dass an jeder Episode jemand anderes saß. Die Idee war von Watanabe, die Ausführung in jeder Episode ist von jemand anderem. Andere Regisseure, andere Schreiber, andere Animateure. Und das sieht man, hört man und spürt man. Es gibt abgedrehte Episoden, wie die Pilotfolge. Es gibt tragische Episoden, wobei eine das Leben in Frage stellt. Und es gibt eine Musical-Episode. Ja, wirklich, eine Musical-Episode. Coole geht's doch nicht, oder? Bei Space Dandy gibt es kaum eine Episode, die ich nicht mag, und Binge-Watchen ist durch die Abwechslung auch ganz einfach. Roter Faden, den brauche ich nicht. Den hat Space Dandy nicht ein einziges Mal. Und ich würde sogar sagen, das ist das Gute daran. Aber natürlich ist ein roter Faden für eine ausführliche Geschichte wichtig. Ich will ja nicht sagen, dass das voll doof ist, wenn eine Serie eine fortlaufende Handlung hat. Und Anime mit fortlaufender Handlung können hin und wieder durchaus dazu in der Lage sein, dennoch abwechslungsreiche Episoden zu bieten, die ebenfalls eine abgeschlossene Handlung in sich haben. Concrete Revolution zum Beispiel. Ein abgedrehter Polit-Thriller aus dem Haus Bones, sowie Space Dandy. Und genauso wie Space Dandy saß an jeder Episode jemand anderes. Hier ist der Unterschied allerdings, dass es gleichfalls einen roten Faden über allen Episoden gibt, der jedoch recht verzwickt erscheint. Das liegt daran, dass Konrevo gerne in der Zeit hin und her springt und es daher umso wichtiger ist, dass eine einzelne Episode funktioniert. Spoiler, Konrevo kriegt das gut hin. Jede Episode hat ihr eigenes Thema, jedoch auch Auswirkungen auf die Welt und die Charaktere in ihr. Wenn also jemand Scheiße baut, bleibt diese Scheiße in der Welt und die nächsten müssen damit fertig werden. Clever gemacht, Konrevo ist wirklich intelligente, quietschbunte und politisch-moralische Unterhaltung. Klar ist aber, dass nicht jede Serie diesen Stil hat. Nicht jede Serie hat Episoden, die für sich stehen. Brauchen alle Serien auch nicht. Etwas wie Fullmetal Alchemist zieht sich super durch. Jede Episode ist spannend, gut gefüllt, endet stets mit einem Cliffhanger, um gespannt auf die nächste Folge zu sein. Ein roter Faden zieht sich von vorne bis hinten durch und wird in diesem Beispiel sogar nie unterbrochen. In FMA 2003 gab es nur eine Filler-Episode und in FMA Brotherhood gibt es gar keine. Größere Serien haben auch ein größeres Problem mit einem roten Faden. Ich will hier keine Filler schlecht reden, ein Kanal, den ich an dieser Stelle empfehlen mag, und zwar Baggerkritik, zeigte sehr gut, wie Filler in Dragon Ball gut funktionierten. Allerdings kriegt das nicht jede Serie hin und auch nicht jeder Filler in Dragon Ball ist gut gelungen. Umso länger diese Serien laufen, habe ich das Gefühl, verlieren sie sich und dieser rote Faden wird entweder hin und wieder abgeschnitten oder lose irgendwo hingelegt. Inwiefern das jemanden stört, ist jedem selbst überlassen. Für mich persönlich ist das jedoch immer ein Abtörner bei diesen Langzeitserien.
In der Kürze liegt die Würze, möchte ich glatt behaupten. OVA-Serien sind meist, so zumindest in meinen Augen, wesentlich kompakter und wissen mit ihrem roten Faden umzugehen. Rurouni Kenshin Trust and Betrayal ist ein gutes Beispiel dafür, wie in 4 Episoden eine sehr stimmige Geschichte erzählt wird. Keine Sekunde erscheint unnötig, es wird nur erzählt, was notwendig ist und wie ich finde auch immer genau in den Momenten, wo ich diese Informationen brauche. Diese OVA entwickelte einen guten erzählerischen Flow, der nie unterbrochen wurde. Gleiches trifft, um weitere Beispiele dieser Art zu nennen, auf Macross Plus oder, und man mag mich für dieses Beispiel vielleicht bescheuert finden, Pokémon Origins zu. Lustigerweise sind diese 3 Beispiele alle 4 Folgen lang und nutzen davon jede Sekunde gut überlegt. Ach, was soll ich noch sagen? Ein roter Faden ist nicht nötig, er kann gut genutzt werden. Er kann sich bei längeren Projekten aber auch verlieren. Wen was stört und oder interessiert, ist ja jedem selbst überlassen, aber ich würde jedem, der vielleicht vom rein episodischen Konzept nicht unbedingt überzeugt ist, mal Space Jam ans Herz legen. Vielleicht ändert ihr eure Meinung. Ja, das Video war nur dazu da, um das zu sagen. Bye.